Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft Staffel 6. So, jetzt hatte ich einiges getan. Hier ist eine gerade Fläche jetzt entstanden. Die ganzen Sachen habe ich weggetan. Da ist auch ein Unglück passiert, da ist mal ein bisschen was explodiert, weil ich einfach die Zeit übersehen habe. Aber okay, egal. Das, was noch stand, weggerissen. Ein paar Sachen noch dazu gecraftet und das bauen wir jetzt eh um. Hier habe ich ein kleines Häuschen gebaut. Da habe ich so die ganzen Pneumatik-Craft Seeds mal hier hingepflanzt zum Vermehren und ein kleines schickes Häuschen, wo wir dann die Verarbeitung reinbauen werden. Hier schwebt noch in der Luft, glaube ich. Da habe ich noch vergessen. Unterfüllen. Cobblestone. So. Zack, hier. Oh. Schaut nicht schön aus, aber selten, ne? Genau, hier hinten habe ich dann so eine Ecke rausgenommen. So ein bisschen so, ja, nicht gerade eckig, so kleine Ecke im Eck. Gut, dann gucken wir mal rein. Ich habe da schöne Tür mit Glas, ein bisschen so verziert. Alles mit diesem Marble, mit den Chisel. Oder Cobblestone Chisel und oben Slab. Ja, schon zwei Kisten, da müssen wir mal gucken. Wir fangen am besten mal mit dieser hier an. Zack. Da habe ich ein paar Sachen vorgecraftet. Machen wir hier genug Redstone. Na egal. Ah, okay. Zwei. Warum zwei? Habe ich einen gecraftet? Nee. Hä, wo kommt der zweite jetzt her? Na okay, egal. Warte, dann können wir den hier noch rein tun. Hier habe ich die ganzen Rotary-Sachen mal reingepackt, die wir hatten alle. Als Buch, und das kann ich auch gleich mit reinpacken. So, das brauche ich auch nicht. Dich auch nicht. Fangen wir hier an. Hier haben wir ein ME-System, haben wir ein paar Sachen gecraftet, die wir brauchen werden. Du gehörst nicht dazu und du eigentlich auch nicht. Das wird bei Shift-Rechtsklick viel zu viel reingegangen in die Kiste. Scheiß Vanillaschoten, nein, braucht kein Mensch. ME-Kabel haben wir auch. Was wir aber nicht haben. Okay, du gehörst auch nicht rein. Und du noch weniger. Wir haben keine Stromversorgung. Und da weiß ich jetzt nicht, ob von Rotary Craft auf ME übertragen werden kann. Können du das schon? Da gibt es einen extra Mod, den habe ich auch drauf, aber. Solar. Wir werden uns eine Solarzelle bauen. Und zwar habe ich mir gedacht, was ist, wenn wir uns die hier bauen? Für die Liefert keine Ahnung, aber eine gute Versorgung wird wohl sein, sonst haben wir ja keine. Das ist die große, ja, und das sind die kleinen. Können auch kleine bauen. Entschuldigung, muss das sein. So, wir brauchen hier Enriched Alloys. Redstone und Eisen. Redstone habe ich zufällig eh noch hier und Eisen habe ich irgendwo in der Kiste hier. Das muss dann hier rein. 19. Da müssten wir auch 16, 17, 18, 19 rausbekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn? Hier 2, hier 1 und 4, okay. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 14, 28 brauchen wir. Okay. Wir haben 19. Also kriegen wir immer 2 raus. Na, dann gibt es das locker aus. Locker, Mann. Locker. Theoretisch würde es ein Heat Furnace ja auch rein als Energiequelle, oder? Eigentlich vorerst mal. Was kostet denn der? Bla bla bla, ein bisschen Kupfer aus mir. Oder 2 Heat-Generatoren. Solar ist leider wieder das Problem, die produzierten am Tag. Wir könnten ja Solar- und Heat-Generatoren zusammenschließen. Und damit dann das ME-System betreiben. Ja, das werden wir uns gleich jetzt mal angucken hier. Diese Heat-Generatoren, bla bla bla. Wer ist denn jetzt wirklich? Heat-Generator, okay. Heat, da ist er.
Schauen wir mal, was wir da haben. Nix. Wir brauchen auf alle Fälle Öfen. Das heißt, Cobblestone haben wir eh da. Bauen uns da gleich zwei. So, können wir das eh gleich hier rein tun. So. Zweimal das. Eisen, Osmium. Habe ich Osmium irgendwo noch? Osmium. Dann machen wir da schnell mal zwei Osmium durch. Ich weiß gar nicht, ob ich in irgendeiner Kiste Osmium habe. Hier? Nee. So, Eisen haben wir hier eh noch. Und Kupfer war, glaube ich, noch. Einmal. Komm. Dann bauen wir noch Lava. Das habe ich. Ja, egal. Das holen wir uns auch noch. Haben wir einen Nether. Sollte ja kein Problem sein. Hier. Osmium in der Mitte, glaube ich. Der war unten. Oben war dreimal Eisen. Das waren links und rechts. Holz. So. Zack. Komm, kann man den nicht stacken oder was? Ja, scheint nicht. So, du raus. Das können wir dabei zwischenlagern hier. So. Dich und dich auch. Müssen wir so noch merken, auf welchen Crafting Tier wir hier sind. So. Enriched Iron. Brauchen wir da später. Dann haben wir die mal und irgendwo habe ich ja hier Lava. Das heißt, wir könnten, wenn ich noch eine Schaufel habe, das ist meine Schaufel. Bla bla bla. Anscheinend nirgends mehr. Was ist hier rausgeflogen? Nix. Hat auch hier. Ein Sahid, ne? So und Eisen und zack, glaube ich, oder? Ja. Boah. Ich kenne die Rezepte noch auswendig. Ich bin gut. Dann gucken wir mal, wo werden wir jetzt den ME-Controller hinstellen? Also, das Drive, nee. Crafting Monitor und Controller. Crafting Monitor hätte ich gerne genau hier. Crafting Terminal, nicht Mund. Wobei genau hier in der Ecke wäre ja auch nicht so schlecht. Oder auf der rechten Seite hier irgendwo. Damit die Kreiner kann man hier und hier ein paar Maschinen aufbauen. Wäre auch nicht schlecht. Machen wir so. Dann den machen wir da runter und dann müssen wir hier ein bisschen runterbuddeln. Dann tun wir die ganze Labergeschichte unten rein. So. Das trifft sich eh gut, wenn hier zwei hoch sind. Ich höre gerade, wir haben keinen Sound mehr. Ist das normal, dass die Musik so laut ist? Das sollte ja normal nicht sein. Ich schalte mal lieber bisschen leiser. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Wenn doch, dann tut es mir leid für das Video, dass sie da zu laut war. Jetzt ist auch schon wieder 0. Aha, jetzt ist 7. Okay, jetzt wird's passen. So, jetzt gucken wir mal. Der Heat-Generator. Hallo. Jetzt braucht, wir haben zwei Heat-Generatoren. Das heißt hier und hier kommen die zwei Heat-Generatoren hin, da und da, und dann muss hier über Lava unter denen und auf der Seite muss Lava, da hinten muss Lava, da muss Lava hin, hier. Hier darf auch keine Lava. Und hier dann auch nicht. Dann kommt hier. Und hier. Aha, hier müssen wir raus auch noch, gell? So müsste über Lava rein. Ne? Müsste, sollte, könnte, würde. Damit wir genügend Energie produzieren. Ich hoffe, dass das so geht, wie ich mir das vorstelle, ehrlich gesagt. Bin mir da aber nicht sicher.
Aber wir werden das schon irgendwie geschaukelt bekommen. Ein Eimer Lava können wir ja schon reinkippen. Darunter, dann müsste der ja schon anfangen zu produzieren, oder ja. Dann müssen wir ja schauen, dass wir einen mobilen Tank bekommen. Hier haben wir auch noch Lava, aber die lassen wir mal. Mit Glas kriegen wir einen Bildcraft-Tank. Obsidian habe ich keinen. Tank. Was haben wir denn da alles an? Achso. An Tank. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Der Rotary-Craft-Tank. HSLA. Nee, das ist jetzt zum... Weiß ich schon. Kupfer und Glas, das können wir bauen. Und ein Kupfer. Kann 8 Eimer tragen. Das ist schon mal nicht schlecht, was haben wir hier? Mit Inver. Stellen wir Inver her. Erlösen wir, da haben wir nicht. Okay, dann haben wir halt vorerst mal den Tank. 8 Eimer. Sonst wisst ihr, was wir machen. Wir machen einfach noch einen zweiten. Kostet ja nicht viel. Passt. Dann gehen wir D/ Meter. Haben wir da wohl irgendwo unsere Energiequelle, also Lavaquelle gehabt. Ich hoffe, die ist noch immer so schön da. Oh, Geist. Das nehmen wir mit. Auch. Finger weg von mir, du Mist. Kommt nie her, da. Lass mich in Frieden. Da erschrecke ich mich noch, ey. Wegen diesen dummen Vier. Hier unten haben wir unsere Lava. Ey. Ihr wisst ihr, was das heißt, wenn so ein Viech uns unten erwischt bei der Lava, sind wir tot. Das heißt, wir werden uns hier unten... Schauen wir mal da uns mal ein bisschen einen Schutz bauen. Oh. Dass wir ein bisschen sicher sind, vor allem vor den ganzen blösen... Wie heißen denn die jetzt? Geister da oben. So, und da kann man einfach ganz normal mit einem Eimer Lava rein tun. In unserem Fall sind es dann insgesamt 16 Eimer. So, dann haben wir für zu Hause schon mal ein bisschen Lava. Könnte man auch einen Generator, können wir auch hin. Stimmt. Wir könnten das ME-System mit Generator, mit Holzkohle, und die Holzkohle produzieren wir mit Rotary Craft. Das wäre natürlich auch eine Sache. So, 8 einnehmen wir so mit. Und die müssen wir den hier abbauen. Zack, zack, dann bleibt die Lava hier drin schön. Jetzt müssen wir da wieder rauf stolpern. So. Ich hoffe, dass wir auch raufkommen. Beziehungsweise ich habe neu eingerichtet. Ich habe für uns /home gemacht. Damit wir hier hinkommen und nicht ewig lange brauchen, bis wir da sind. Sonst sind die Folgen immer schnell um. Und das alles sinnlos. So, dann gucken wir mal, dann kommt hier eine Lava rein. Hallo, was ist denn jetzt los? Der Magen nicht mehr. Produzierst du schon Hitze? Ja, okay. So, dahin, dahin. Ich weiß nicht, das ist glaube Output. Da muss ich dann gucken. Aber wenn das Output ist, dann ist das doof, wenn wir hier auch was hinmachen. Aber ich glaube, egal wie viel wir hier hinmachen, ist immer gleich langsam. So, jetzt haben wir auf alle Fälle da das, und dann brauchen wir Mechanismenkabel, sonst geht da gar nichts. Und ein Bett brauche ich auch ein neues, das ist auch weg, ist mir aufgefallen gerade. Dreimal, okay, das hätte ich nicht gebraucht, weil... Ja. Mistfido.
Genau deswegen wollte ich ein Bett haben. Ich sagte doch, es ist was explodiert. Das wäre ja nicht das erste Mal. Deswegen habe ich dann ein Häuschen gebaut, da habe ich meine Tür reingebaut hier. So. Dann mal gucken, ob wir hier schnell nochmal ein bisschen zubauen, damit wir hier oben gehen können. Nicht andauernd runterfliegen. So. Zack, 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 das genügt schon. Fürs erste Mal. Na, wir haben wieder Gunpowder, das brauchen wir sowieso hier in unserem Blast Furnace wieder. Ist ja schon alles weg hier. Hab ich wieder alles verbraucht. Nein, jetzt haben wir es aber bald. Mach mal den Mekan. Und da gibt es ein Kabel hier da. Basic Universal Cable ist Steel Redstone. Steel, wie war denn das mit dem Steel? Ich weiß, das war irgendwie hier herzustellen. Kohle und Eisen, kann das sein? Charcoal. Und Eisen. Was mich nicht täuscht, war das so. Ich hoffe es. Ich mache jetzt kein Blöd. Komm, 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 komm. Enriched Iron. Und das nochmal mit Kohle wird zu Steel. Okay, passt. Das heißt, wir können hier ohne blöd zu schauen genügend rein tun. Die zwei Inseln hier oben, die werden wir uns auch erkundschaften. Da hinten ist noch eine. So, zack. Da kommt sie und da ist eine. Und da gibt es dann noch Universal Cable. Pusher Tube. Nee, das war die nicht. Ultimate. Nee, das brauche ich auch nicht. Basic Advanced. Ich glaube, da gibt es auch ein Kabel, das man abschalten kann. Das werde ich brauchen. Beziehungsweise das hätte ich gern. Pusher Tube. Nee, das brauchen wir nicht. Oder kann man da jedes Kabel abschalten? Das heißt nur, dass sie mehr transportieren können, das weiß ich. Ja. Gute Frage, wie man das dann baut. Schauen wir mal Switch, ob da irgendwie Switchpipe oder so. Ja, das ist die Switchpipe, aber vom Mechanismus ist hier nix. Mechanismen, Halleluja. Das, ne, Bombe. Elite Kabel. Okay, das nimmt man die Kabel erweitert, mehr ist da nicht. Hahaha. Das ist natürlich doof. Ich dachte, da gibt es ein Kabel, was man an- und ausschalten kann. Kann man die kann man aktivieren und deaktivieren. Dann machen wir halt einfach sowas zwischen rein. Was ist denn der Basic? Der kostet nicht die Welt und kann nichts speichern. Noch zwei Megajoule. Meine Methode. So. Was ist mit dir, Freundchen? 15, dann machen wir die schon mal hier rein. Dann kann der gleich die. Also nee, da wollte ich sie rein tun. Der hier fertig ist, zack. Denn der hat nicht mehr viel Hitze. Und damit wir hier schon ein paar Steel zusammenbekommen. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für die Folge. Ich mache hier das Steel fertig. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut, lasst ein Like, Abo da oder schreibt einfach irgendwas Wildes in die Kommentare. Ciao.